Engstirnigkeit. Also bis jetzt haben uns die Levelnamen nicht weitergeholfen. So, erstmal dort ist Ziel. Okay, Hafe baut wahrscheinlich alle drei Brücken hier auf. Die Hafe, die zwei, klar. Ach, da ist ein Prisma zum Glück. Ich wollte schon sagen, wie sollen wir die dunkle Energie holen, wenn wir überhaupt die noch gar nicht aktivieren können. So ein Tauschgerät. Moment, Prisma können wir aber hier nicht einsetzen. Ist ja abgetrennt, genau wie bei denen. Ach, aber der kann ja auch das Ding zeigen, okay. Also damit muss man auf jeden Fall anfangen. So. Gut, ich brauche jetzt aber erstmal gar nicht rüber zu gehen. Wenn ich mir rüberkomme. Klar, dunkle Energie. Müsste ich aber irgendwie tauschen. Moment. Ich könnte ja quasi mit direkt an der dunklen Energie mit dem Tauschgerät hier oben tauschen. Wäre doch schon mal gut. So. Wenn der auf der Plattform steht, ist immer gut. So, hier wird eine Brücke aufgebaut, klar. So, das kann ich dann auch noch verwenden. Passt das jetzt schon? Ist doch schon gewesen sein. Beziehungsweise nein, das Problem wird wahrscheinlich sein, mir wird die Musik nicht ausreichen, um über alle drei Brücken zu gehen. Das heißt, ich muss trotzdem noch irgendwie zwischendurch auf der Seite hoffentlich. Ich weiß nicht, ob man da tauschen kann. Mal probieren. Nee. Ist auf der Seite, aber da ist meine Energie schon weg. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ah, das war klar. Das war klar. Kann ich die Harfe nochmal aktivieren? Super. Okay, ich komme aber bis hierher. Das bedeutet, ich müsste Tauschgerät irgendwie zwischendrin vielleicht nochmal da hinstellen. So, da kann ich nicht. So, die Harfe muss ja gar nicht mehr angestrahlt werden.
Ist das jetzt auf jeden Fall irgendwo noch mal hindrehen? Ist klar, wenn ich die Harfe da unten hätte. Die Harfe, sage ich, mein Tauschgerät. Wird ja schon mal funktionieren. Beziehungsweise, nein, Quatsch, ich brauche doch nur das Musikinstrument. War's doch schon. War's doch schon. Wäre jetzt nicht schwer. So, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt noch kommt. Krieg wieder überhaupt nicht mit, was jetzt aufgebaut worden ist. Okay, da auf jeden Fall mal ein Tor. Da hat zum Glück nur eine Plattform, die aufzumachen. So, also zurück kann ich hier schon mal da runterspringen. So, das langt, glaube ich, gar nicht von da unten. Aber es geht ja auch so. So viel erstmal dazu, dann kriege ich das Tor auf, dann stehe ich erstmal da vorne. Und jetzt muss ich erstmal komplett wieder außen rum. Die Harfe ist ja noch aktiviert, das ist schon mal gut. Ah, ist das nicht schon? Meiner Meinung nach war es das doch schon. Da war ja noch was. Das war die blöde Brücke da. Okay. Jetzt glaube ich, weiß es aber. Jetzt wird es aber gar nicht mehr möglich sein, darüber zu kommen. Ach, Scheiße. Ach so, doch, ich muss das nochmal drehen. So, der zeigt auf die Harfe. Dann kann ich da nochmal rüber. Ich nehme mich nochmal mit denen tauschen. So. Und zwar muss ich quasi mir dann wieder mit denen Energie holen. So, dann, ich weiß nicht, das müsste so weit zurück oder hier. Hier hoch, das war's dann. Genau. Ach so, dann müsste ich aber von hier.
Am besten auf der anderen Seite, dort müsste ich hin. So. Nein, die Überlegung war ja falsch. Ich wollte ja... Plattform muss ich ja noch aktivieren. Jetzt will ich rüberkommen von unten. Und irgendwie da mit der Plattform dann noch tauschen. Ins Zurück vielleicht. Das geht noch. Plattform dürfte dann, glaube ich, auch noch gehen. So. Ich quasi auf die Plattform. Die Energie langt, glaube ich, nicht. Die Energie wird nicht reichen. Jetzt müsste ich mit der Energie über die Brücke. Es wird nicht reichen. Moment, ich muss das nur auf ihn drehen. Da könnte ich mir ja quasi wieder Energie sparen. Zuerst mal... Ach, nicht du. Ja, kann ich mir wirklich Energie sparen? Eben nicht. Ich muss ja trotzdem hier zurücklaufen. Ich muss ja trotzdem das Stück zurücklaufen. Ach, Moment. Jetzt aber. Jetzt ist doch der Weg hier frei. Ganz vergessen. Da war ja vorher das komische Gestrüpp. Der ist ja jetzt frei. Damit muss ich irgendwas machen. Da war ich nämlich vorhin schon mal auf der anderen Seite und wollte hier mittauschen. Irgendwie. Frage ist nur, wenn ich jetzt dort hinten bin, da muss ich ja hin. Und die Statue... müsste ich dann da irgendwo abstellen. Was in der Art. Ich glaube, der muss wieder auf die Harfe. Energie holen. So. Jetzt rüber. Oh nee. Das schaffe ich nicht. Ach, Kacke. Ist jetzt irgendwie schlecht getimed oder? Beziehungsweise Weg schlecht gegangen oder so? Ach so. So, erstmal da hoch, ich Idiot.
So. Jetzt kriege ich den hierher. Muss ich darüber und das war's. So. War nicht ganz einfach, aber auch nicht das Schwerste bis jetzt. Wer sich auf eine einzige Sichtweise fixiert, ist unfähig, all die unzähligen anderen Welten zu erkunden. Ja, wenn man immer nur das eine macht, dann sieht man die anderen Sachen nicht. Sag mir was Neues, Arschgeige. Der Baum der Erkenntnis. Hey Junge, also den Gruß macht man nicht. Ah, okay. Und noch ein paar Zentimeter höher, dann ist der Merkel-Gruß. Hier, Merkel-Dreieck, das Merkel-Dreieck. Ist nix. So. So, an der Stelle mache ich auf jeden Fall mal eine Pause. Wie gesagt, sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise gleich, nachdem wie ich das Video schneide. Bis denn. So, hi Leute und willkommen zurück zu Tessojourn. Jetzt muss ich selber mal gucken, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, also eins haben wir, zwei fehlt. Ah, wir sind ja jetzt schon ein Stockwerk höher. Das heißt, ich glaube Stockwerk Nummer 4 müsste es ja mittlerweile schon sein. Richtig, da waren ja auch zwei Levels, wo nur die Schriftrollen waren. Ein Level haben wir jetzt schon gemacht und das zweite fehlt. Gibt insgesamt nur 4 Levels, beziehungsweise 2 und 2 Bonus-Level. Überlege ich gerade, machen wir ein Bonus-Level oder Level Nummer 2, reguläres. Mach ich mal ein Bonus-Level. Auf diesen ein bisschen kürzer. Auch aufgefallen, dass in letzter Zeit werden die Rätsel auch immer schwerer. Das bedeutet, ich brauche mittlerweile fast schon oder sogar eine halbe Stunde mindestens für ein Rätsel. Chaos. Chaos. Ja, das sieht chaotisch aus. Also nicht leicht. Puh. Also einige Tunnel sind da. Dann nochmal so ein Duplikationsgerät, Tauschgerät mit Kristall, Harfe, Tor. Ach du Scheiße. So, verwenden wir erstmal das Kristall für die Tunnel. Gucken, wie weit wir damit überhaupt kommen. Mit Tauschgerät können wir ja auch schon mal an die Stelle bringen. Ach so, der wird ja versperrt. Der Tunnel wird ja jetzt versperrt. Gut, der wird aber... Der wird ja immer versperrt. Da ich die Harfe, die kann ich ja nicht wegbewegen.
Gut. Also der Anfang kann ich mir schon gut vorstellen, wie das funktioniert. Und zwar drehe ich den erstmal dahin, damit ich den Kristall entnehmen kann. Und ihn geben kann quasi. So, ich glaube, das dürfte so der erste Schritt sein. Andererseits, wenn ich jetzt tausche, dann komme ich ja gar nicht mehr über die Brücke. Oh. Das bedeutet, ich muss irgendwie schaffen, Tauschgerät an die Plattform zu bringen, ohne dass ich den Kristall verwende. Wie soll das denn gehen? Also es bringt ja nichts, ich brauche auf jeden Fall einen Kristall. Sonst kriege ich die Geräte ja gar nicht mehr an. Oder hat der einen Kristall dort? Ne, und den beiden auch nicht. So, also, wie schaffe ich das? Kristall erstmal zu ihnen bringen. Okay, ich weiß es schon. Und zwar braucht er den Kristall ja gar nicht. So. Das war Schritt Nummer 1. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich jetzt da rüber komme. Okay, das muss ich mir dann nochmal anschauen. Wie es da drüben aussieht. Lassen wir es erstmal so. Ah, okay. Gut, dann hätte ich den wahrscheinlich doch quer ausrichten müssen. So. Wo zeigt denn der jetzt hin? Ah doch, der zeigt zu mir. Der von der anderen Seite zeigt darüber wahrscheinlich. So, also hier komme ich schon mal rüber. Aber das war's dann auch schon. Das war's schon. Es gehen nämlich alle wieder aus. Oder doch nicht? Ah. War ja sogar optimal gewesen. So, dann komme ich da weiter. Den könnte ich im Prinzip drehen. Nein, dort lang. Und so. Okay, wozu das Gerät zum Duplizieren? Ah, verstehe, ich könnte ja im Prinzip tauschen. Das Tor brauche ich ja dann nicht mehr. Und von dort hinten, wo die Plattform ist für das Tor, kann ich dann wahrscheinlich auf die Seite. Das wäre halt eine Überlegung, aber trotzdem noch Stacheln, das ist mein Problem. Ich muss also auf die andere Seite kommen, darf aber nicht im Tunnel sein. Also muss ich den erstmal wegdrehen. Problem, die Tunnel. Ja. Den könnte ich ja jetzt nochmal drehen.
Nee, dort lang. Ach so, dann geht auf den da drüben. Wird das nochmal anschauen. Nee, das ist ja blöd. Ah, auf den müsste er, wenn es überhaupt geht. Nein. So, ich muss darüber den wegdrehen. Der Tunnel da hinten stört auf jeden Fall mal. Wie komme ich jetzt darüber? Ah, das sieht schon mal gut aus. Ach, wo ist denn der ausgerichtet? Doch Blödsinn, scheiße. Kann ich ja gar nicht ausrichten, das stimmt doch gar nicht. So, das strahlt irgendwo darüber. Diesen hätte ich irgendwie aktivieren müssen. Aber den treffe ich ja wahrscheinlich mit keinem. Der lässt sich ja nicht treffen, der steht irgendwie ungünstig, also nicht irgendwie 45 Grad Winkel zu irgendeinem. Das bedeutet, der geht nur zu aktivieren, wenn ich auch im Tunnel stehe. Dann müsste ich mir quasi hier einen Weg aufbauen. Also muss der irgendwie gedreht werden. Das heißt, den rüber zu Rick. Hier, den seinen Tunnel brauche ich da drüben. Nicht da. So. So, den kann ich jetzt da wieder hindrehen. Ach. Manchmal sieht man echt nicht, wo die Tunnel lang gehen, wenn so viele da sind. So, das war jetzt schon mal eine Sache. Was habe ich gesagt? Den müsste ich wegdrehen, damit die Stacheln nicht im Weg sind, wenn ich dann tausche. Ich den einfach mal dahin. So. So. Ich glaube, das war es ja schon fast. Mal überlegen. So, wo ist denn das Duplikationsgerät? Hä? Bin ich jetzt? Ach so, ich stehe drauf. Da kann ich ja lang suchen. Oh Mann. So, wenn ich jetzt tausche, könnte ich im Prinzip darüber. Der ist weggedreht, da müsste es doch schon gewesen sein.
Ach nein, nicht ganz. Ich stehe ja immer noch nicht im Strahl. Und wenn er da drüben ist... Doch, der steht aber im Strahl. Hoffe ich. Nee. Steht er im Strahl? Nee. Hätte ich vielleicht einen noch umdrehen müssen. Andererseits muss ich nur da vorne irgendwo in den Strahl und dann... Ach so, dann kriege ich den nicht mehr. Kann den ja vielleicht nochmal drehen. Von hier müsste es eigentlich klappen. So. Also von hier geht's nicht, das haben die wieder bedacht, sag ich mal. Oder vielleicht doch. Ah doch. Hier. Geht doch. Ah. Geschafft. 15 Minuten. Yeah! Chaos zerstört Wissen und feste Überzeugung, aber zwingt uns auch zum Errichten neuer Grundlagen. Ja, manchmal muss was zerstört werden, damit was Neues aufgebaut werden kann.